Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Hey, wir sind in einer Serie, die heißt Send Revival. Es geht um Erweckungskultur heute. Und wir haben immer verschiedene Serien im Jahr, wo wir verschiedene Themen anschauen. Und diese Serie ist für uns als Kirche die wichtigste in diesem Jahr. Das kann sein, dass du eine Lieblingsserie dieses Jahr hattest oder eine Serie für dich besonders wichtig war. Das ist super. Ja, vielleicht die letzte Serie, als wir über Leid gesprochen haben und Umgang damit. Vielleicht sagst du, ey, das war wirklich für mich die Key-Serie in diesem Jahr. Das ist herrlich. Aber für die gesamte Kirche ist diese Serie eigentlich die, wo wir sagen, okay, da merken wir, das sind die Impulse, die Gott uns gerade als Gesamtkirche geben möchte. Und wir sprechen über Send Revival, Erweckungskultur heute. Erweckung bedeutet, ich weiß nicht, was das Wort mit dir macht, aber Erweckung heißt einfach, dass die Kraft Gottes in einer besonderen Art und Weise da ist. Das Erweckung ist dann, wenn nicht nur wir merken, dass Gott da ist, sondern die Menschen, die nicht da sind, merken, dass Gott da war. Ja, das ist Erweckung. Ja? Und das ist, was wir mehr sehen wollen. Und wir wollen nicht nur Erweckung sehen als so, ich sag mal im Bild gesprochen, wie so ein Platzregen vom Himmel. Puh, der Geist Gottes kommt, die Kraft Gottes ist da und dann ist auch wieder vorbei. Sondern wir wollen eine Kultur der Erweckung. Das heißt, wir wollen nicht ein Hype, sondern ein neues Normal. Und das ist so ein bisschen das, was wir anschauen. Und die Serie schauen wir uns an, hauptsächlich das Buch Apostelgeschichte. Weil Apostelgeschichte in der Bibel beschreibt, wie die Kirche ganz am Anfang gegründet wurde und wie die Erweckungskultur gelebt haben. Ja, Apostelgeschichte ist quasi Erweckungskultur damals. Und wir schauen uns das an, wie haben die das damals gelebt? Und jetzt schauen wir uns an, okay, Erweckungskultur heute. Wie sieht es aus? Weil wir sind eben nicht mehr in Jerusalem im ersten Jahrhundert, sondern wir sind halt im 21. Jahrhundert hier irgendwie in der Schwarzwald-Bodensee-Region und wollen dort erleben, wie sieht es aus, wenn Gott und seine Kraft spürbar da ist. Und wenn wir über Erweckungskultur reden, reden wir auch nicht nur drüber, dass wir irgendwie einzelne tolle Leute haben, die sehr begabt sind, auf einer Bühne stehen oder die irgendwie eine, wie wir oft sagen, so eine starke Salbung, eine Wirkung Gottes auf ihrem Leben haben und alle anderen sagen, boah, das ist toll, ja. Das war oft in der Kirchengeschichte so, dass so Zeiten, wo Gott besonders gewirkt hat, verknüpft war mit ein oder zwei Personen. Und das ist nicht schlecht, aber das ist nicht Erweckungskultur. Erweckungskultur heißt, nicht ein oder zwei Leute sind krass, sondern alle werden krass. Ja? Erweckungskultur ist, wenn alle das tun, was sonst nur wenige tun. Erweckungskultur ist, wenn wir gemeinsam ein starkes Volk Gottes werden und wir nicht nur einzelne starke Leithammel haben, die da vorne stehen und man sagt, oh, ganz, ganz toll. Das heißt, das ist auch unser Grundverständnis und heute wollen wir uns das ein bisschen anschauen, Erweckungskultur heute und wir schauen uns erstmal zwei Bibelstellen an aus Apostelgeschichte, die einfach so, es gibt immer wieder so wie so Zusammenfassung, was ihr Normal war. Und wir schauen uns zwei Stellen an, einmal aus Apostelgeschichte 2, einmal aus Apostelgeschichte 4. Und du wirst feststellen, das war ein krasses Normal. Und da wollen wir hin. Und allgemein in diesen Wochen, wo wir diese Serie haben, ich möchte dich richtig ermutigen, Apostelgeschichte für dich persönlich zu lesen in dieser Zeit. Und Stellen, die dich da drin bewegen, zu beten, mit Gott zu ringen und zu sagen, das ist das Normal damals und wir wollen, dass das sich heute wieder zeigt. Okay, seid ihr ready? Okay, die erste Apostelgeschichte, normal Erweckungskulturstelle, Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Das ist direkt nach Pfingsten. 3000 Menschen bekehren sich, sagen, wir wollen Teil dieser Kirche werden. Und dann wird einfach beschrieben, wie haben die miteinander gelebt. Und da heißt es, Apostelgeschichte 42, sie verharrten, also sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, also Abendmahl, und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht, ja, die Ehrfurcht Gottes, die Furcht Gottes. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das war zusammenfassend das Normal der ersten Kirche damals in Jerusalem, paar tausend Leute und so haben die miteinander gelebt. Und da sind so viele Aspekte drin. Ich habe letzte Woche in Villingen gepredigt und habe über den Aspekt von der Gebetskultur, die wir sehen, gesprochen. Heute schauen wir einen anderen Aspekt an. Aber wenn du diese Stelle anguckst, da sind so viele krasse Sachen drin, oder? Da ist zum Beispiel drin,
täglich kommen Menschen dazu. Täglich erkennen Menschen, Jesus ist der Retter und ich will Teil von dieser Kirche werden, ich will Teil davon sein. Wir lesen hier von Zeichen und Wundern, die geschehen. Ja, wir lesen hier von, hey, die haben sich nicht nur sonntäglich getroffen, sondern eben täglich. Das heißt, es war nicht ein Ding, was ich einmal die Woche tue, so ein Club, wo ich hingehe, ein Event, was ich besuche, sondern mein Leben war, ich folge Jesus nach. Und das war normal damals. Und was richtig krass ist und was uns ehrlich gesagt auch ein bisschen triggert, ist, sie verkauften sogar ihre Besitztümer und haben angefangen, ihr Hab und Gut sozusagen untereinander zu verteilen, damit keiner bedürftig ist. Das fordert uns ein bisschen raus, der Gedanke. Aber das ist auch einfach mal eine Beschreibung, so war das damals. Und jetzt müssen wir schauen, okay, so war das damals, wie sieht das Gleiche heute aus? Wir treffen uns nicht mehr im Tempel, weil es gibt den Tempel nicht mehr, wir sind nicht in Jerusalem, wir treffen uns dann eben hier in Radolfzell irgendwo, ja, und dann machen ein Event oder auch mal als große Kirche, als ganze Multisite irgendwie in Villingen in der Tonhalle. Wie leben wir das heute? Wie können wir das tägliche Leben? Wie können wir das, dass mein ganzes Leben davon durchdrungen ist? Wo sehen wir die Zeichen und Wunder? Wo haben wir Gebete, Lobpreis, Abendmahl? Und wir müssen neu schauen, wie wird dieses Normal unser Normal? Im 21. Jahrhundert. Okay, eine zweite Stelle, Apostelgeschichte 4, das ist, die Gemeinde ist durch eine erste Krise gegangen und die Krise war, dass sie so ein, noch nicht Verfolgung, aber schon einen enormen Druck bekommen haben von der religiösen Führung und quasi vom Staat, wenn man so will, auch damals, dass ihnen nicht mehr erlaubt wurde, öffentlich über Jesus zu reden, und dann machen sie ein Gebetstreffen und es geht richtig ab in dem Gebetstreffen, und danach heißt es, Apostelgeschichte 4, Verse 32 bis 35, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagt, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab, und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Ich liebe das, dass dort heißt, die Menge derer, die gläubig waren, das war eine Megachurch. Das waren mehr als wir im Schwarzer Bodensee sind. Ja, das waren Tausende von Leuten. Und die Menge derer, die waren ein Herz und eine Seele. Das klingt fast kitschig, oder? Aber da war eine Einheit, ein Miteinander, ein Verständnis. Und das war nicht nur irgendwie so, ja, am Sonntag kann ich dich anlächeln und gebe dir ein High Five. Das haben die sicher auch gemacht. Aber das war, ey, ich bin Teil von dieser Kirche und deswegen, ey, da hat einer Not. Ich verkaufe, was ich habe, damit ich Geld habe, es dir zu geben. Und die hatten einfach keinen, der bedürftig war, sondern der Mangel aller wurde gestillt, weil alle an alle gedacht haben, weil alle füreinander da waren. Und so haben die Kirche gelebt. Und es war große Kraft da. Ja, es war Gnade auf allen. Und so haben wir noch ein paar mehr Texte, wir gehen nicht alle durch, die beschreiben, wie das normale Leben aussah in der Kirche. Und ich will heute ein bisschen darauf eingehen, auf diesen Aspekt, warum die miteinander ihr Hab und Gut geteilt haben. Keine Angst, ist keine Predigt über Finanzen heute, sondern wir schauen uns den Schlüssel dahinter an. Wir wollen uns Schlüssel anschauen über, wie sieht Erweckungskultur aus, was ist der Schlüssel dahinter. Und einer der Schlüssel ist zu verstehen, wie konnten die so leben, ist dieser Schlüssel, dass sie ihr Selbstverständnis oder ihre Identität als Kirche war, hey, wir sind eine Familie. Und dann leben wir als Familie. Und in der Familie sind gewisse Dinge normal. Ich habe die Predigt genannt, Kirche als Familie, wie Erweckung Heimat findet. Weil wir wollen, dass es eine Erweckungskultur ist, dass Erweckung Heimat findet. Und das passiert nur in einer Kirche, die sich als Familie versteht. Weil wenn wir einfach nur Events machen und dort Erweckung erleben, dann passiert da irgendwas und dann ist auch wieder vorbei. Aber eine Familie ist immer über Generationen gedacht. Und wir haben einen Gott der Generation, Abraham, Isaac, Jakob. Und wir wollen, dass eine Kultur der Erweckung, der wir leben in der Kraft Gottes, wir erleben das heute ganz real, was sie damals auch erlebt haben, dass es über Generationen weitergeht. Und Familie ist auch immer, da gibt es nicht den einen Oberbabu, sondern alle sind wichtig. Und in der Familie gibt es nicht einfach nur Zahlen und Mitarbeiternummern und einen Elvanto-Eintrag, sondern in der Familie geht es um reale Menschen, um Namen, um Gesichter, um Herzen, um Beziehungen. Und das will ich ein bisschen mit euch anschauen, weil ich glaube, dass diese Grundlage, sich als Familie zu verstehen, hier als Kirche, wir sind eine Familie, dass das einer der wichtigsten Schlüssel ist für eine gesunde Erweckungskultur. Und
das ist ein Thema, seit einem halben Jahr ist es meine Hauptoffenbarung, in der ich mich bewege, ehrlich gesagt, wo ich habe extrem viele Predigten schon darüber gehalten, am Küchentisch und in meinem Wohnzimmer und bei Autofahrten und mit meiner Frau und überall. Aber heute ist mal das erste Mal, dass ich im ICF mal so ein bisschen was davon versuche mitzuteilen. Das heißt, es ist vielleicht noch nicht alles ganz rund, okay? Ich nehme mich einfach mal ein bisschen in meine Gedanken mit rein. Und ich glaube, dass da was drauf ist von, wenn wir diese Identität mehr ergreifen, werden wir auch mehr vom Rest erleben. Mehr von dieser Kraft, mehr von diesem Wachstum. Genau, ich nehme euch ein bisschen mit rein. Und in der Apostelgeschichte gibt es ein Wort, was sehr, sehr häufig vorkommt und in den Briefen kommt es sogar noch öfter vor. Das ist das Wort Bruder. Und du findest überall, dass die sich ansprechen als Bruder. Und Bruder meint hier nicht nur die Männer, sondern das bessere Übersetzung, was das Wort auch damals inkludiert, ist eigentlich Geschwister. Da kann man es gut übersetzen. Also ihr Frauen, fühlt euch angesprochen, auch wenn ihr alte Übersetzungen lest, wo dann Bruder steht, ihr seid gemeint. Genauso wie die Männer auch die Braut Christi sind und Frauen die Söhne Gottes und so weiter. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert, aber wir sind alle gemeint, okay? Ihr Geschwister, also das ist das Wording, aber Bruder ist das Wording. Und zum Beispiel in Apostelgeschichte 15 kommt das Wort alleine in diesem einen Kapitel 6-mal vor oder 7-mal vor. Und Apostelgeschichte 15 ist deswegen interessant, weil es beginnt damit, dass die Beef haben in der Kirche, weil es da Leute gibt, wo es heißt, die lehrten die Brüder, dass sie sich beschneiden müssen. Und dann gibt es da Beef drüber, muss man sich beschneiden und so weiter und so fort, wenn man kein Jude ist. Und dann treffen die sich in Jerusalem, um das auszudiskutieren im Familienrat. Und dann steht Petrus auf und sagt, hey Brüder, und er redet zu den Brüdern. Und dann steht Jakobus auf und sagt, Brüder, ja folgendes, das sage ich euch dazu. Und dann schreiben sie einen Brief und er beginnt mit, die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, senden an die Brüder diesen Brief. Ja? Das heißt, das war nicht die Gemeindeleitung, schreibt ihren Mitarbeitern, sondern ihr Hauptverständnis war, auch wenn ich Apostel bin und das bin, und wir sind Brüder, wir sind Geschwister, weil wir haben einen Vater im Himmel und deswegen sind wir Geschwister. Und dann geht es weiter, die überbringen den Brief, da heißt es dann Judas und Silas, die waren Propheten, die ermunterten die Brüder mit vielen Worten. Und dann ein paar Verse weiter sind auch Paulus und Barnabas unterwegs und sie sagen, lasst uns die Brüder besuchen. Und das findest du überall, das Wording, und ich weiß, das Wording Brüder ist so ein bisschen weirdy, so Bruder, ja, wenn wir, je nachdem, was so deine christliche, geistliche Prägung bisher ist, wirkt es vielleicht auch ein bisschen eng und steif und komisch, ja, zu sagen, Paul, mein Bruder, ja. Aber ich will, dass wir diesen Begriff neu erlöst sehen. Und auch wenn ich über Kirche als Familie spreche, weiß ich, dass wenn ich Familie sage, das hier im Raum nicht für alle ein toller Begriff ist. Weil manche denken an ihre Familie und sagen, boah, Familie war nicht ein Ort von Sicherheit, von Heimat, von Freude, wo ich mich wohlgefühlt habe, sondern da war vielleicht Zerbruch und Schmerz und ich bin froh, da raus zu sein. Dasselbe, wenn wir über Gott als Vater sprechen, ist es nicht immer im Raum alle yay, sondern es ist auch, boah, so wie ich meinen Vater erlebt habe, das ist eine Wunde. Dennoch will ich, dass wir diese Worte nicht einfach wegwerfen, nur weil wir negative Erfahrungen mitgemacht haben, sondern da ist Erlösungspotenzial drin. Gott ist wirklich ein guter Vater und egal wie gut oder egal wie schlecht dein Vater war, verglichen mit Gott war er extrem schlecht. Und egal wie gut oder schlecht deine Familie ist, Gott will, dass wir geistlich miteinander Familie leben auf eine Weise, wo du heil wirst. Du wirst immer am tiefsten in engen Beziehungen verletzt, aber das ist auch der Ort, wo du wieder heil wirst. Das heißt, wenn du sagst, boah, Familie, Nähe, dass Leute mein Leben reinsprechen, dass wir irgendwie, boah, das fühlt sich... Das ist der Ort, wo du auch wieder heil wirst, wenn dir Wunden geschlagen wurden. Deswegen bleib dabei, auch wenn du sagst, boah, Familie, Vater, Brüder, oh, das ist nicht ein einfaches Wording für mich. Da ist Erlösung, da ist Freiheit, da ist Frieden auch für dich drin, auch wenn das für dich vielleicht herausfordernd ist. Weil es ist wichtig, es gibt verschiedene Wordings im Neuen Testament, die gebraucht werden, um uns als Kirche zu beschreiben. Ja? Es gibt zum Beispiel das Wording, wir sind der Leib Christi, also der Körper von Jesus. Und das ist ein sehr funktionales Bild, was einfach sagt, okay, es gibt da halt die Hand und es gibt den Fuß, die haben unterschiedliche Funktionen in meinem Körper und so haben wir unterschiedliche Begabungen, Ämter, Dienste, die wir einbringen. Aber das Bild wird ein paar Mal verwendet. Wir haben das Bild, dass wir der Tempel sind als Kirche, wird auch nur ein paar Mal verwendet. Wir haben das Bild, dass wir die Braut Christi sind. Das wird auch nur ein paar Mal verwendet. Aber das Hauptwording und das Hauptbild im Neuen Testament, was verwendet wird für Kirche ist Familie. Das ist das Hauptwording. Und zwar nicht ein bisschen mehr als die anderen, sondern
wenn du alle Begriffe, wie die Kirche beschrieben wird, zusammennimmst und dann anschaust, wie oft wird die Kirche irgendwie als Familie beschrieben, dann sind es mehr Nennungen über die Familie als alle anderen Bilder zusammen. Das heißt, das wichtigste Bild für Kirche ist das Bild der Familie. Jetzt fragst du dich, wo steht das alles? Naja, gehen wir mal das Neue Testament ein bisschen durch. Ja? Also wie Paulus spricht darüber, dass Menschen zu Jesus kommen, und er benutzt einen ganz komischen, weirdy Ausdruck, und er sagt, die wurden gezeugt durch das Evangelium. Das ist ein Familienbegriff. Jemand wird gezeugt. Weil wie kommst du ins Königreich Gottes? Wie wirst du Teil vom Volk Gottes? Du wirst von Neuem geboren. Das ist ein Familienbild. Du wirst nicht irgendwie, du kriegst nicht eine Eintrittskarte. Du kriegst nicht irgendwie, du wirst nicht irgendwie, keine Ahnung, du wirst von Neuem geboren. Und ein anderes Bild ist, Gott adoptiert dich in deine Familie. Dann ist das Hauptwording, weil du jetzt halt Teil der Familie Gottes bist, er ist der Vater, sind wir eben Geschwister. Das ist, Paulus gebraucht es 150 Mal oder so in seinen Briefen, das Wort Geschwister oder Bruder eben. Und besonders an den Stellen, wo es um Beef geht. Also er kann ganz nette Sachen schreiben, ihr seid Heilige und ihr seid und so weiter und so fort. Aber wenn es Beef gibt, sagt er immer, hey, Bruder. Und dann geht er auf diese Ebene, weil er sagt, das ist die wichtigste Ebene. Wir machen das als Geschwister. Und dann, wie nennt man im Neuen Testament die Leiterschaft? Das sind die Ältesten. Das sind einfach die Geschwister, die am ältesten sind. Und das ist nicht immer altersmäßig gewesen, sondern die übernehmen die Verantwortung für die anderen. Wie beschreibt Paulus seinen Dienst als Leiter? Er sagt, ich habe euch wie zart, wie eine stillende Mutter habe ich euch gedient. Oder wie ein Vater habe ich jeden eins von euch ermahnt. Das sind alles Bilder der Familie. Und Paulus hat auch keine Leadership-Pipelines gebaut, sondern Paulus hat gesagt, Timotheus, mein Kind. Und es war nicht sein leibhaftiger Sohn, sondern er hat für ihn empfunden, wie ein Vater für ein Kind empfindet. Und er hat ihn nicht ausgebildet als Leadership, er hat ihn ausgebildet als ein Sohn. Und dann sagt er zu ihm, 1. Timotheus 2, Vers 2, dann diesen berühmten Vers über Leiterschaft, was du von mir gelernt hast, vertraue anderen Menschen an, die widerfähig sind, andere und so weiter. Aber das Wording, was er verwendet, ist, du mein Kind, mach das mit anderen. Mit anderen Worten, das ist Familie, weil Kinder werden groß und kriegen Kinder und die Kinder werden groß und kriegen Kinder. Und so geht über Generationen, dass gesund eine Familie wächst. Und wir sind natürlich eine geistlich gesprochen eine Familie. Das heißt, man kann auch schneller Kinder kriegen und man kann sich auch schneller vermehren. Aber das ist das Hauptwording im Neuen Testament. Paulus schreibt dann an Timotheus, wie soll er die Gemeinde Gottes leiten? Und dann sagt er, hey, die Frauen ermahnen die als Schwestern und die jungen Männer als Brüder und die älteren Männer als Väter, und so geh mit denen um, weil ihr seid die Familie Gottes. Und das ist ja irgendwie auch logisch, weil Gott ist ja irgendwie Vater und Jesus ist der Sohn, und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und irgendwie ist es doch logisch, dass es eigentlich um Familie geht, oder? Und ich habe, keine Ahnung, 10 Jahre rumstudiert und lehre seit Ewigkeiten und predige, seit ich 16 bin und so weiter. Und zu meiner Schande muss ich sagen, erst dieses Jahr hat mich diese Offenbarung so richtig tief getroffen. Und ich habe gedacht, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist wirklich so, oder? Wo ich gemerkt habe, Jesus, die ganze Bibel und vor allem das ganze Neue Testament ist einfach nur voll von diesem Wording. Und versteht ihr, warum das so wichtig ist? Weil je nachdem, was du für ein Bild von Kirche hast, so wirst du Kirche leben. Wenn Kirche für dich in erster Linie eine Organisation ist, in der du arbeitest, wirst du so da drin leben. Wenn es in erster Linie für dich ein Event ist, wo du hingehst, dann wirst du so da drin leben. Wenn es für dich in erster Linie eine Selbstverwirklichung oder Selbsthilfegruppe ist, dann wirst du so da drin leben. Oder wenn für dich der Familienbegriff so ist wie IKEA Family, dann wirst du so da drin leben. Und es gibt so viele Christen in unserem Land, die leben Kirche wie IKEA Family. Du gehst dahin, um zu konsumieren, gibst deine Kinder am Eingang ab. Und zum Schluss zahlst du noch was. Aber das ist nicht Familie, wie Gott sich das gedacht hat, okay? Das ist nicht die Vorstellung, die Paulus dort hatte. Und wenn wir Familie sagen, müssen wir eben nicht nur überlegen, was denken wir, was Familie ist, sondern wir müssen uns überlegen, welches Bild hatte Paulus damals, wenn er von Familie spricht. Weil im ersten Jahrhundert in der jüdischen Kultur war Familie ein bisschen anders, wie wir heute im 21. Jahrhundert, als ich als Deutscher, so ein bisschen in unserer individualistischen Kultur, wie ich Familie denke. Wenn ich Familie sage, dann denkst du meistens wahrscheinlich direkt an Vater, Mutter, Kinder, irgendwie so.
das ist Hauptbild, was wir wahrscheinlich haben von Familie. Auch dieses Bild wird ja aufgesprengt und in unserer Gesellschaft gibt es heiße Debatten darüber, was ist genau Familie. Aber immer noch wird bei den meisten Deutschen mal dieses Bild aufploppen. Aber das ist nicht, was bei Paulus aufgeploppt ist bei Familie, sondern bei Familie denkt er nicht nur Vater, Mutter, Kind. Er denkt Geschwister, Eltern, Onkel, Tanten, Sippschaft und das ist Familie. Wenn die Bibel spricht, sie trafen sich in den Häusern, dann war das nicht eine Small Group, 5 Leute und die waren zusammen, sondern dann waren das viele, viele, viele Leute, je nachdem, wie viel das Haus hergegeben hat. Es waren 60, 70, 80 Leute, die sich in den Häusern dann getroffen haben. Das ist viel größer gedacht. Und im ersten Jahrhundert war es so, deine höchste Loyalität war gegenüber deiner Familie. Und diese Gruppe war für dich das Wichtigste im Leben. Und das hat auch bestimmt sozusagen, wo du wohnst, teilweise wen du heiratest. Und wenn einer davon finanzielle Nöte hatte, dann hast du das mit dafür gesorgt, dass das sich erledigt. Und das ist extrem weit weg von uns, oder? Manche kriegen gerade Schnappatmung so ein bisschen, weil wir sind so individualistisch gesprägt. Ich entscheide, wo ich wohne, wenn ich heirate, was ich mache und so. Und da ist auch Tolles drin, aber da ist auch ganz viel Einsamkeit mit drin. Da ist auch ganz viel Verantwortung auf dem Einzelnen mit drin. Da ist drin, jeder kümmert sich um sich. Und das ist nicht der Gedanke von Familie. Das ist nicht der Gedanke vom Volk Gott. Das ist nicht der Gedanke, wie der Vater gedacht hat, so sollt ihr zusammenkommen. Sondern der Gedanke Gottes ist, du bist Teil einer Familie und die schaut nach dir. Und du achtest das Wohl der Gruppe höher als dein eigenes. Das ist, wie Familie gedacht ist, einfach nur in dieser Zeit. Und es ist kein Zufall, dass Paulus dieses Wording verwendet oder dass wir in der Apostelgeschichte sehen, das war das Grundverständnis, weil du kannst die Bibel aufschlagen und die ganze Bibel durchgehen, es geht immer um Familie. Ich meine, Gott ist dreieinig, ja, Vater, Sohn und manche, eines meiner großen Vorbilder, Zinzendorf, sagt immer, Gott ist Familie, Vater, Mutter, Kind. Also Heiliger Geist als die mütterliche Rolle Gottes, ja. Aber es ist Vater, Sohn, es ist Gottes Liebe, Gottes Gemeinschaft. Und dann schafft Gott den Menschen und er schafft ihn wie? Als Mann und Frau. Er schafft eine Familie und sagt zu dieser Familie, der Grundauftrag im ersten Buch Mose ist, seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan oder herrscht über die Erde. Mit anderen Worten, Gott sagt, okay, ich bin König, ich bin Vater, ich bin Familie. Ich will, dass sich mein gutes Königreich ausbreitet und deswegen schaffe ich Familie, weil die Familie ist immer die Basis vom Königreich. Herrschaft kommt, wenn da eine Familie ist, die fruchtbar ist und sich vermehrt. Und wenn es viele sind, dann werden die Einfluss nehmen. Und das ist das Ursprungsbild am Anfang gewesen. Und dann, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, in den ersten Kapiteln der Bibel gehen so ein paar Sachen schief. Und ab Kapitel 12 im ersten Buch Mose bis Offenbarung 20 ist einfach nur die Geschichte von, wie Gott alle Dinge wiederherstellt. Und wisst ihr, wie er sie wiederherstellt? Natürlich über Familie. Er nimmt sich einen Abraham und sagt, okay, ich muss dich loslösen von deiner Familie, aber mit dir beginne ich ein neues Volk. Und du wirst Vater einer großen Menge sein. Er kriegt dann einen Sohn. Dieser eine Sohn, Isaak, kriegt Jakob und Esau. Und Jakob, der kriegt dann 12 Söhne. Und die fangen an, sich zu vermehren, dann sind 70. Und dann kommen die nach Ägypten und werden von 70 zu einem großen Volk. Und die Söhne mehren sich. Und weil sich die Söhne mehren, kriegt der Pharao irgendwann Schnappatmung und sagt, wir müssen die unterdrücken, wir müssen die Söhne töten, weil die sind viele und dann übernehmen die Herrschaft. Weil wann immer das Volk Gottes viel ist, kriegen die Einfluss. Aber Gottes Heilsplan, wenn du so willst, ist immer über Familie, dann über die Familie Davids und über seine Nachfolge und so weiter. Und dann, wie beginnt das Neue Testament? Da ist Maria und sie bekommt Jesus und eine Familie beginnt, oder dort beginnt es sich auszubreiten, der Cousin von Jesus, Johannes der Täufer, ebnet ihnen den Weg. Und dann kommt Jesus und er macht genau das, was im Alten Testament begonnen hat, nämlich er macht den Jakob, er nimmt sich 12 Söhne, Petrus, Andreas, Jakobus und so weiter, seine Jünger. Und er nimmt sich wie wieder 12 Söhne, um zu sagen, okay, wir starten ein neu das Gottesvolk. Und dann hat er nicht nur die 12, sondern hat eben auch die 70. Und dann sendet er die 12 zum Schluss aus und sagt, okay, jetzt macht, was ich mit euch gemacht habe, mit ganz vielen. Das heißt, lebt miteinander Beziehung. Seid fruchtbar, vermehrt euch und dadurch kommt Herrschaft. Kann mir irgendjemand folgen? Okay. Das ist der ganze Auftrag. Mit anderen Worten, Jesus hat Familie gegründet.
die Basis vom Königreich Gottes ist die Familie. Und dann haben die sich getroffen, der Geist wird ausgegossen und 3000 Leute kommen dazu und die werden integriert in die Familie. Und weil sie Familie sind, treffen sie sich täglich. Das haben die nicht organisiert, sondern die haben Leben miteinander geteilt. Die haben halt miteinander gelebt, deswegen war das nicht so ein Riesenaufwand. Und dann hatte da einer Not und weil das mein Bruder ist, habe ich geguckt, boah, wie kann ich dem helfen? Und damals hatten die nicht so ein gutes Sozialsicherungssystem wie bei uns und so weiter. Ja. Da war einfach, okay, der hatte eine Not, ich habe kein Geld, okay, ich habe da noch einen Acker, ich verkaufe den, dann kann ich es dem geben. Das war eine natürliche Reaktion, nicht weil die das mussten. Das war auch überhaupt kein kommunistischer Gedanke, überhaupt nicht. Das war Familie. Weil in meiner Familie ist es für mich auch ein Problem, wenn mein Bruder ein Problem hat. Deswegen, wenn du hier bist und wir rufen auf zu Gebet für Wunder, dann geht es nicht nur darum, dass hier Wunder passieren, sondern wenn du ein Problem hast, dann wollen wir sehen, dass dieses Problem gelöst wird von Gott und wir stehen mit rein. Das ist der Familiengedanke, der da drin ist. Ich habe noch eine Stelle mitgebracht von Jesus, wo wir sehen kann, wie er Familie gründet. Und das ist in Markus 3, Vers 31, da heißt es, es kommen seine Mutter, also die Mutter von Jesus und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher, die um ihn im Kreise sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist eine krasse Stelle, aber wenn wir so ein bisschen verstehen, die Intensität von wie Familie damals gedacht ist, dann ist diese Stelle ein unfassbar großer Affront und ein Riesenskandal. Also ich habe gesagt, Familie damals hieß, deine höchste Loyalität war für die Familie. Und egal, wer sonst was von dir wollte, die Familie war immer Family First, immer. Und Jesus hat es ja prinzipiell auch gelebt. Josef ist ziemlich sicher relativ früh gestorben, also hat er Verantwortung übernommen für seine Familie und hat bis 30 als Erstgeborener für seine Familie gesorgt. Und Jesus hat seine Mama enorm geliebt, deswegen selbst am Kreuz hängen kümmert er sich noch darum, dass Mama versorgt ist, wenn er tot ist, damit sie eine Rente hat sozusagen, dass Johannes sie wie nimmt und sich um sie kümmert. Also Jesus war ein Familienmensch, keine Frage. Aber an dieser Stelle blamiert er skandalös seine Eltern, also seine Mama und seine Geschwister, indem er sagt, wer ist überhaupt meine Familie? Das ist unfassbar, was das für die Kultur damals bedeutet hat. Leute, die vielleicht so aus der arabischen Kultur kommen oder so, können es viel besser nachvollziehen, was das bedeuten würde, zu sagen, wer sind meine Familie? Was eine Entehrung, was eine Beleidigung. Das wäre, keine Ahnung, wie wenn du deinen Eltern ins Gesicht spuckst. Ja, das ist richtig krass. Aber er macht das, um was zu demonstrieren, nämlich zu sagen, mit mir beginnt das Gottesvolk ganz neu, nämlich meine Familie, meine Brüder, Schwestern, Mütter sind jetzt alle, die den Willen des Vaters tun. Die neue Familie sammelt sich in erster Linie unter dem Vater im Himmel und jeder, der zu ihm gehört, der gehört zur Familie. Und damit öffnet er die natürliche Familie als ein exklusiver Kreis, wo du nicht reinkommst, hin zu einem, die Familie sind alle, die zum Vater gehören. Und so setzt er dieses Thema und definiert Familie neu. Und der Idealfall ist, dass die natürliche Familie und die geistliche Familie, dass die deckungsgleich ist. Das ist der Idealfall. Das war bei Jesus dann auch so. Maria war dabei im Obergemach. Seine Brüder haben auch irgendwann gecheckt, krass, das ist wirklich der Messias. Ja? Und die waren mit am Start als Teil der Kirche. Das waren seine natürlichen Brüder, aber das waren dann auch Teil der geistlichen Familie. Und das ist der Idealfall. Und so haben sie auch in der Apostelgeschichte evangelisiert. Die haben nicht so evangelisiert wie wir, das einzelne Seelenheil, einzelne individualistisch du und Jesus. Die haben geguckt, dass möglichst Häuser zum Glauben kommen. Du und dein Haus, ihr sollt gerettet werden. Das ganze Einheit, ganze Familien reingerettet werden in die Familie Gottes. Das ist der Idealfall. Aber es ist nicht immer so. Wir sehen auch die Stellen im Neuen Testament, die davon sprechen. Manchmal heißt es, Teil der Familie Gottes zu werden, dass du in einer gewissen Ebene brichst mit deiner natürlichen Familie, weil das wäre der Anspruch, wenn du Jesus nachfolgst, wenn Gott dein Vater ist, dann ist die wichtigste Familie die geistliche Familie. Und das ist krass. Das ist schon für uns krass. Das ist noch viel krasser, wenn du davor Moslem warst, in einer muslimischen Familie und dann zu Jesus findest und du verlierst deine Familie und diesen Zusammenhalt, weil du jetzt zu Jesus gehörst. Nicht immer brauchst du wirklich physischen Bruch, aber deine höchste Loyalität ist nicht mehr deine Herkunftsfamilie, wenn sie es nicht kennt. Die liebst du, den dienst du, da bist du Teil von, aber deine höchste Loyalität gehört dem Vater im Himmel und dieser Familie.
Und das Ziel wäre, dass möglichst alle unsere Familien Teil der geistlichen Familie sind. Weil Gott ist ein Vater und sein Herz bricht drüber, wenn Familien zerbrechen. Aber das ist ziemlich herausfordernd, das ist ziemlich krass. Aber ich glaube, wenn wir Kirche als Familie denken, dann denken wir bei dem Wort täglich nicht an, wie kriegen wir das organisiert, sondern mit wem teile ich eigentlich mein Leben? Wo sind meine Beziehungen? Wo sind meine Brüder und Schwestern? Wie lebe ich das eigentlich? Dann ist auch täglich werden Menschen gerettet, eine gesunde Familie wächst, sie ist fruchtbar und vermehrt sich. Und eine gesunde geistige Familie wächst, weil Menschen werden von neuem geboren und es kommt dauernd dazu. Aber dann kommen Leute nicht dazu, wie in ein Waisenheim, wo sie dann abgestellt werden und in einem Kurs sind, sondern sie werden in eine Familie reingeboren. Mein Junior wird jetzt ein Jahr nächste Woche. Er wurde in unsere Familie reingeboren und jetzt sind da Papa und Mama, die ihr Leben ausgießen für ihn. Und er freut sich und manchmal schreit er so, ja? Aber wir haben ihn, er wurde nicht geboren und dann haben wir ihn in einen Kurs geschickt oder in eine Schule gebracht. Und manchmal wird Kirche weniger Familie und es fühlt sich mehr an wie ein Waisenheim. Ein Waisenheim, wo Menschen zusammenkommen und dann gibt es so ein paar hauptamtlich angestellte Betreuer, die versuchen, allen gerecht zu werden. Und das sind ganz viele geistlich gesprochene Kinder. Aber gesund ist, wenn jemand zu Jesus findet, dass der Menschen hat, wo sie Teil werden, die väterlich, mütterlich, wie Paulus sich um sie kümmern. Und das ist krass und ich bin da noch gar nicht durch diese ganzen Prozesse, aber ich fange an, darüber zu reden. Ich merke, wie sich mein Denken verändert und wie viel natürlicher und ganzheitlicher das wird. Und wie viel gesund wird in Leitung, in wie wir über Dinge denken, weil dann geht es plötzlich nicht mehr um irgendwelche, was auch immer hervorzubringen, sondern es geht um eine Familie. Es geht um, also Leiter haben manchmal Überholängste und halten Leute klein. Ein Vater hat keine Überholängste. Als Leiter brauche ich genug Mitarbeiter, um was zu machen. Wenn ich mehr Familie denke, dann ist es nicht, ich brauche die Leute und ob ich jetzt den oder den habe, ist egal, hauptsächlich ich habe genug. Nee, wenn da einer fehlt, dann fehlt jemand. Aber versteht, das ist nichts, wo ihr einfach sagen könnt, die Leiterschaft soll das jetzt mal hier etablieren in der Kirche, sondern wir alle wachsen rein in diese Identität und leben mehr, als wären die anderen wirklich unsere Geschwister. Weil sie sind deine Geschwister. Und das heißt, ich predige heute nicht, oder ich stelle nicht die Frage, wie leben wir Gütergemeinschaft? Ich stelle die Frage, wie wachsen wir in der Identität als Familie und wie wird sich das dann heute ausdrücken? Wie sieht es dann in Singen im 21. Jahrhundert aus, wenn wir Familie sind? Und wenn ich darüber spreche, ich weiß, das weckt Sehnsüchte und vielleicht auch, ja, und also so viele Dinge sind da drin. Ich glaube, es ist wichtig, das so zu sehen, wie wir alles, was Gott uns zuspricht, wer wir sind, sehen. Also ich erkläre es kurz. Wir haben einen Stand in Jesus. Also wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du in Christus und du kriegst eine neue Identität, oder? Und das kennen wir doch gut für uns persönlich, individualistisch, oder? Zu sagen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das ist mein Stand. Mein Zustand ist nicht immer deckungsgleich. So, manchmal bin ich nicht ganz, lebe ich die Gerechtigkeit. Ich bin ein Heiliger in Jesus, aber ich lebe nicht immer 100% so. Und das ist das ganze Christenleben ist, Heiligung, ich werde, was ich schon bin in Jesus. Und das kennen wir, oder? Wer von euch hat so Identitäts- in Christus-Listen durchgebetet und proklamiert und so weiter? Ja, wir kennen diese Sachen. Wir machen uns fest darin, wer ich bin. Und wir wissen, wenn wir das verinnerlichen, ich bin geliebtes Kind, dann werde ich anders leben, wie wenn ich denke, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Wenn sich unsere Identität verändert, wenn wir checken, wer wir sind, dann leben wir anders. Aber es braucht Zeit und es ist immer gebrochen. Und genau dasselbe ist mit der kollektiven Identität. Wenn wir sagen, wir sind die Familie Gottes, weil das müssen wir nicht werden, das sind wir. Wenn du Gott deinen Vater nennst, dann bist du Teil der Familie. Wir sind Familie. Das ist unser Stand, das sind wir. Unser Zustand drückt es nicht in allen Facetten perfekt aus. Aber der ganze Weg ist, tiefer zu verstehen, wer wir sind und dann mehr zu sagen, okay, wie leben wir dann, wenn wir das sind? Das heißt, es ist keine Schelte oder kein praktisches Ding von wir müssen das oder jenes machen, sondern das heißt, wir müssen einfach nur werden, wer wir sind. Und wir müssen sehen, hey, wenn wir Familie sind, warum haben wir dann Einsamkeit in der Kirche? Wenn wir Familie sind, warum, verstehe, dann stelle ich mir Fragen und sage ich, okay, und wie drückt sich das jetzt gesund
aus. Und bitte auch nicht zu idealistisch denken in der Apostelgeschichte. Der Erweckungskultur damals hieß, sie hatten viel Streit. Ja, du siehst, Apostelgeschichte 6 ging es darum, dass die Bedürftigen, die Witwen und sowas bekommen haben. Und da gab es Beef in der Kirche und sie mussten das lösen. In Familien wird auch gestritten. Es gibt Konflikt, wo Menschen sind. Das ist okay. Es muss nur gut gelöst werden. Apostelgeschichte 15, Riesenstreit. Da ist es so schön, nach einem großen Wortgefecht, ja, also es war wild, kriegen die es dann irgendwie geklärt. Und zum Schluss können sie sagen, uns und dem Heiligen Geist hat es gut gefallen, es so zu machen. Der heilige Paulus verstreitet sich so mit Barnabas über eine Frage, ob man Markus mitnimmt oder nicht, dass die getrennte Wege gehen. Das heißt, wir dürfen nicht denken, damals war alles perfekt und das war auch, die waren auch auf dem Weg, das auszudrücken. Aber wenn ich Apostelgeschichte lese, habe ich das Gefühl, in manchen Punkten waren die da weiter. Und ich will, dass wir das entdecken. Wie sieht es heute aus? Und wie kann das aussehen im 21. Jahrhundert? In der Welt, wo die Familien so am Zerfallen sind, wo der ganze Familiengedanke so von Individualismus zerrüttet ist, wo wir so viele Scheidungen und zerbrochene Familien haben, wo wir so viele Single-Haushalte haben, wo wir so viel unser Leben sich um die Arbeit dreht und nicht um die Beziehungen. Boah, wir brauchen Zeit, um zu werden, wer wir sind. Aber wir wollen als Familie Gottes leben. Und dann wird Erweckung eine Heimat finden. Weil in Familie wird es kultiviert. Und in der Familie, ich merke das als Papa, es geht plötzlich so viel weniger um mich. Und ich denke so viel mehr an Jeremias und an seine Kinder. Also er hat noch keine Kinder, er ist ein Jahr alt. Aber mein Denken verändert sich. Es ist so viel weniger ich und meine Berufung. Es geht darum, wie gebe ich es weiter? Wie entsteht? Und das nennt man dann ein Volk. Aber ein Volk ist letztlich nur viele Familien. Und jeder hat eine Heimat. Und jeder ist zugehörig. Und mich bewegen diese Themen ganz, ganz tief. Und werden die nächsten Jahre brauchen, das zu entdecken. Und ich glaube, dass da wirklich der Geist Gottes was betont, auch in unserem Movement auch mit Themen, die sie im ICF München bewegen und Themen, die ich weiß, dass sie in Karlsruhe bewegen und Themen, die im Movement sich bewegen, nächstes Jahr die Conference Better Together, wo man merkt, ja, es geht um dieses, wie laufen wir zusammen, wie leben wir Beziehungen, weil das große Thema im Neuen Testament ist Beziehung. Das Reich Gottes ist Beziehung, es basiert auf Familie, natürlich und geistlich. Ich habe keinen Next Step für dich, aber ich will dir zusprechen, wenn Gott dein Vater ist, bist du Teil einer Familie. Entdecke, was es heißt, auch so zu leben. Und nicht nur im IKEA-Mindset von ich komme dahin und ich will jetzt konsumieren, sondern wie bin ich eigentlich ein guter Bruder, eine gute Schwester? Wie lebe ich denn gut Familie? Was bringe ich denn in die Familie rein? Und steig vielleicht heute aus, Kirche ist für mich, ich besuche den Sonntag. Oder ich arbeite damit. Ja, Familie hat Familienbusiness und wir machen Dinge. Aber die Basis ist, dass wir Beziehung haben. Und vielleicht bist du heute auch hier und du sagst, du bist gar nicht Teil dieser Kirche oder Teil dieser Familie. Vielleicht sagst du, du kennst Gott nicht persönlich, du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Dann ist heute hier die Einladung, Teil einer Familie zu werden. Und wie wird man Teil dieser Familie? Lern den himmlischen Vater kennen. Ich will dir kurz von ihm erzählen, dieser Vater erkennt dich. Egal wie gut, was du über Gott denkst, was deine Vorstellungen davon sind, Gott kennt dich. Und ich kann dir was sagen, er liebt dich. Und zwar so sehr, dass er gesagt hat, er will dich in seiner Familie haben. Und der einzige Weg, um das zu erreichen, war, dass Jesus selber Mensch wird, dass er am Kreuz für deine Sünde stirbt. Alles, was dich getrennt hat, um Teil der Familie zu werden. Und das hat er ausgeräumt. Und er hat gesagt, ich opfer meinen geliebten Sohn, um noch mehr Söhne und Töchter zu haben. Er will dich wirklich in seiner Familie. Und er liebt dich. Und wenn du dann den Vater kennenlernst, wirst du eben merken, es ist unmöglich, nur den Vater zu kennen, sondern das sind andere. Das sind jetzt deine Geschwister. Du musst sie auch nicht so nennen, wenn es Wording komisch ist. Aber das ist eine geistliche Realität dann. Und deswegen, wir sind eine Familie und eine gesunde Familie wächst und eine gesunde Familie schafft Raum für andere. Und es ist so viel Raum für dich hier. Wir wollen so gerne, dass du den himmlischen Vater kennenlernst. Und wir wollen so gerne, dass du Teil von uns wirst. Nicht in die Organisation Teil wirst, nicht einen Stuhl wärmst bei einem Event. Wir wollen, dass du Familie hier erlebst. Und wir müssen dir ehrlich sagen, wir sind noch am Lernen, wie das geht, okay? Das heißt, erwarte nicht zu viel, aber wir lernen das. Und deswegen, ich lade dich ein, wenn du heute sagst, boah, ich möchte diesen Gott mehr kennenlernen, diesen Vater, von dem du sprichst. Ich möchte Teil sein von der Gruppe, die diesem Jesus nachfolgt oder was immer dich da drin bewegt, dann komm bitte auf uns zu.
Wir werden gleich hier ein Gebetsteam haben. Du kannst gerne zu ihnen kommen und sagen, hey, was hat es damit auf sich? Stell deine Fragen, lass für dich beten und connecte mit dem Gebetsteam. Oder wenn du sagst, hey, ich habe da mehr Fragen oder ich will mich damit beschäftigen, dann komm sehr, sehr gerne. Nach der Celebration haben wir neu hier. Das heißt, wenn du neu hier bist, wenn du sagst, ich will hier vielleicht Teil werden dieser Familie, dann haben wir extra einen Punkt, wo wir deine Fragen beantworten, wo wir dich kennenlernen. Weil wir machen das auch manchmal, dass man hier die Hand heben kann und sagt, ich will diesem Jesus nachfolgen. Aber ich will heute nicht, dass wir eine Hand heben, anonym, sondern ich will, dass wir dich kennenlernen da drin. Deswegen komm gern zum Gebetsteam, komm gerne zu neu hier und dann können wir zusammen mit dir einen Weg gehen, dich kennenlernen, du lernst uns kennen. Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würden wir uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.